Willkommen zurück bei Risen. Im letzten Part haben wir damit beendet, dass wir von Benny den Auftrag bekommen haben, hier seinen Korn einzusammeln. Das werden wir auch machen, aber noch nicht jetzt. Denn ich will hier erstmal... Oh, erstmal was einsammeln? Nein, ich möchte erstmal mit dem Hofschef reden, oder wie man immer das auch nennt, mit Tristan. Willkommen, Fremder. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich komme auch nicht von hier. Ich bin Schiffsbrüchiger. Ich hoffe, du weißt, dass es verboten ist, auf der Insel frei herumzulaufen, ja? Naja, soll mir recht sein. Solange dich die Ordenskrieger hier nicht sehen. Wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Tristan. Ich bin Novize der Magie. Ich habe hier die Aufsicht. Diese ehrenvolle Aufgabe ist mir direkt vom Bund der Magier verliehen worden. Was ist das für ein Ort hier? Du bist hier auf einem Bauernhof, der der Inquisition untersteht. Wir bestellen das Land und sorgen uns um die Tiere hier. Unsere Arbeit sichert den Wohlstand und die Versorgung der Armee des Inquisitors Mendoza. Was haben die Magier mit der Inquisition zu schaffen? Der Bund der Magier hat hierzulande schon sehr lange seinen Sitz in der Festung am Fuß des großen Vulkans. Es war ein Ort des Studiums und des Glaubens, bevor die dunkle Welle das ganze Land erschütterte und die emporgestiegenen Tempelruinen das Land bedrohten. Es ist ein Segen, dass sich der Inquisitor der Probleme und Bedürfnisse der Menschen auf dieser Insel angenommen hat. Die Magier unterstützen ihn mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, damit das Böse so schnell wie möglich wieder gebannt werden kann. Aus diesem Grund ist die Vulkanfestung heute sowohl Ausbildungslager für Rekruten der Inquisition als auch hohe Residenz der Magier. Verstehe. Okay, also ich denke, es wird, oder ich weiß, dass es so sein wird wie in Gothic, dass man hier drei Fraktionen hat, von denen man sich einer anschließen kann, beziehungsweise einer anschließen muss. Ich denke, eine haben wir schon kennengelernt, oben von Nile, das sind die Banditen. Und dann haben wir die Inquisition und die Magier, ist das dann die dritte Fraktion? Obwohl die ja eigentlich mit der Inquisition ja zusammenarbeiten? Was würdest du tun, wenn du an meiner Stelle wärst? Nun ja, du wirst dich einer Gemeinschaft anschließen müssen. Allein wirst du in der Wildnis nicht lange überleben. Vielleicht wärst du am besten beraten, dich von den Ordenskriegern zum Rekruten ausbilden zu lassen. Die Ausbildung am Kampfstab und die Lehre der Grundbegriffe der Magie würden dir sicher gut liegen. Vielleicht aber willst du dich dem Gesetz nicht beugen, dann wärst du bei den kämpferischen Banditen besser aufgehoben. Es kann aber auch sein, dass du genauso wie wir Novizen in die Geheimnisse der hohen Magie eingeweiht werden willst. Diese Wahl musst du für dich allein treffen. In jedem Falle aber wirst du in der Hafenstadt für jede dieser Gemeinschaften einen geeigneten Vertreter finden, der dir weiterhelfen kann. Also wenn ich du wäre, würde ich dorthin gehen. Vielen Dank, dass du meine Vermutung gerade eindrucksvoll mit deinem Text bestätigt hast. Ach, herrlich. Kannst du mich zur Hafenstadt bringen? Wie kommt man in die Hafenstadt hinein? Handelt ihr auf dem Hof auch? Ich suche... Ja, komm, machen wir erstmal hier. Ich suche Arbeit. Auf unserem Hof gibt es mehr als genug zu tun. Dachte ich mir schon. Geh zu meinen Brüdern und lass dir eine Aufgabe geben. Wir haben nicht viel, dennoch werden wir dich gerecht entlohnen für deine Arbeit. Handelt ihr auch? Handelt ihr hier auf dem Hof auch? Handeln? Mit wem denn? Außer den Banditen gibt es hier draußen niemanden. Was ist mit mir? Handelt ihr mit mir? Besonders viel habe ich dir nicht anzubieten, aber vielleicht ist ja was Nützliches für dich dabei. Naja, dann sag doch mal. Lass uns handeln. Gut, was hast du denn hier? Du hast eine Pfanne, die wir auch schon besitzen. Äpfel, Brot, Heilkräuter für 20, Tränke für 30 und noch eine Sichel. Ja, du hast nichts Interessantes. Okay, dann gucken wir mal. Wir haben doch hier noch ein bisschen, ja, hier Sichel. Die können wir zweimal wegpacken und die ist auch so überhaupt nichts wert. Ein Goldwert von 50, Verkaufswert von 10. Aha, viel bekommen wir ja nicht dafür. Ist das normal? Muss das so sein? Ein Goldwert, ein Verkaufswert. Ach, der nimmt... Ah ja, darf ich mal raten? Sachen, die er gebrauchen kann, also für seinen Hof hier, halt wie Äpfel und Rüben und haben wir sonst so irgendwas in der Art? Nee, ne? Nimmt er, gibt er uns viel und für den Rest gibt er uns wenig? Kann das sein? Sehe ich das richtig? Willst du die Seite Handel wirklich schließen dann? Wie bekomme ich denn... Alles klar, so bekommen wir das wieder zurück. Okay. Das gibt aber Lebensenergie, das will ich behalten.
Oh, halt Moment, ich bin ein Idiot. Verkaufswert 1,2. Ah, alles klar, ich habe 12 Gold gelesen. Okay, mein Fehler. Egal, nee, wir brechen das jetzt erstmal ab. Wurscht. Ich will mich jetzt nicht die ganze Zeit damit beschäftigen. Muss ich nochmal gucken. Okay. Wie kommt man in die... Ja, du bringst uns aber noch nicht direkt dahin, oder? Kannst du mich zur Hafenstadt bringen? Ich kann hier nicht weg, Fremder. Ich trage große Verantwortung hier auf dem Hof. Aber Bruder Tellur wird dich sicher dorthin begleiten, wenn du das wünschst. Alles klar. Großartig. Nicht so schnell, Fremder. Wenn du willst, dass wir dir helfen, wirst du uns deine Hilfe sicherlich nicht verwehren, oder? Mhm. Na dann. In Ordnung. Was soll ich für euch tun? Sprich mit meinen Brüdern hier auf dem Hof und mach dich nützlich. Wenn wir deine Hilfe nicht mehr benötigen, werden wir deinem Wunsch entsprechen und dich zur Hafenstadt begleiten. Wie kommt man in die Hafenstadt hinein? Das Gesetz des Inquisitors besagt, dass sich niemand außerhalb der Stadt aufhalten darf. Zurzeit wird das Haupttor der Stadt von den Ordenskriegern bewacht. Du kannst dort nicht einfach so hereinspazieren, Fremder. Ach komm, ihr Novizen wisst doch sicher, wie man da reinkommt. Nun ja, es gibt einen Weg, aber der ist nicht leicht zu finden. Die Hafenstadt hat noch einen Hintereingang oben im Norden. Soviel ich weiß, wird dieser nur von der alten Stadtgarde bewacht. Vielleicht hast du Glück und sie lassen dich dort hinein. Na, klingt doch gut. Okay. Wir sollen also den Jungs hier helfen, damit er uns hilft. Geht klar. Ich würde sagen, wir fangen hier mit ihm direkt an. So, ich zoome mal hier ein bisschen raus. Und hier auf seinem Korn. Okay. 1 von 10. Wunderbar. Wird auch direkt dargestellt. Wie schön, dass es grafisch total unauffällig ist und man es einfach nicht sieht. Ja, herrlich. Das wird ein Spaß. So. Dann gehen wir hier erstmal durch. Da ist was. Noch ein Korn. Ja, super, das geht auch fix hier. Wir wären ein großartiger Bauer geworden. Ne, warum müssen wir immer kämpfen? Ich verstehe es nicht. Ah, egal. Hühner. Ein Let's Play zu Harvest Moon. Ja, das wär's doch. Aber gut, das werde ich wohl nicht machen. Ich glaube, da fehlt mir die Geduld und der Spaß und ach, alles mögliche. Was laden wir hier überhaupt? So, wir haben 9 von 10. Eins fehlt noch. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt laufe ich wahrscheinlich hier 5 Minuten quer durch, nur weil ich das eine nicht finde. Da ist es. Ha, sehr schön. Feldarbeiter. Okay, wir haben eine von den Erfolgen bekommen. Sehr schön. Gut, hier sind deine 10 Kornpflanzen. Ach so, falls ich es noch nicht erwähnt habe, es ist zwar blind, aber ich habe es natürlich auch ein bisschen angespielt gehabt. Und diesen Part hier, den kenne ich noch nicht. Also ich bin bis zu dem Haus, wo wir Nile getroffen haben, gekommen beim Antesten. Und das hier ist jetzt wirklich alles komplett blind. So, hier kriegst du deine 10 Korn. Hier sind deine 10 Kornpflanzen. Danke, mein Freund. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, bevor ich richtigen Ärger bekommen hätte. Hier hast du den versprochenen Heiltrank. Danke. Von welchem Ordenskrieger sprichst du da? Alle paar Tage kommt einer der Krieger des Inquisitors bei uns vorbei und sieht nach dem Rechten auf unserem Hof. Dabei nimmt er uns unser Korn und unser Fleisch ab und bringt es in die Vulkanfestung. Wenn ich du wäre, würde ich mich verstecken, wenn er hier auftaucht. Verstehe. Tja, lass mich raten, er kommt wahrscheinlich gleich um die Ecke, oder? Ja, aber dann werden wir mit Sicherheit auf dem Weg dann treffen. Okay, für Benny haben wir jetzt einen Auftrag erledigt. Gucken wir doch gerade mal. Wegen deines Hofes. Wegen deines Hofes. So. Die Kornernte hat sich erledigt. Gut, danke für die Nachricht. Hier hast du ein paar Münzen. Tja, Benny ist unser Sorgenkind. Ohne tatkräftige Hilfe wird er es nicht weit bringen. Er sollte vielleicht noch einmal seinen Wunsch, Magier zu werden, überdenken. Ja, also ich denke auch, jemand, der es mit dem Korn nicht so drauf hat, wird es mit der Magie nicht weit bringen. Puh. So, hier war doch auch noch einer. Oder irre ich mich da? Ah, es wird dunkel. Schön, hier gibt es also auch einen Tag- und Nachtwechsel. Und ich denke mal, die Leute werden auch ihren eigenen Rhythmus haben. Das gefällt mir natürlich sehr. Okay, Schwein, ja. Ich habe nur das Grunzen gehört, die reden hier über Monster und schon war ich ein bisschen... Wenn das Unwetter kommt, will ich nicht... Tellur, pass auf, wo du hintrittst. Das Korn hier auf meinem Feld ist ziemlich empfindlich. Euer Korn hier wird bald abgeholt. Wer hat dir das erzählt? Benny wahrscheinlich, was? Dieser faule Kerl sollte mal lieber ordentlich arbeiten, anstatt mit fremden Leuten zu quatschen. Mein Feld hier ist fast doppelt so groß wie seins. Trotzdem brauche ich nur halb so lange, um das Feld zu bestellen. Ich möchte mal wissen, was der den ganzen Tag treibt. Kann ich dir helfen?
Nein, ich habe schon das Wichtigste erledigt, was auf meinem Feld zu tun war. Trotzdem danke für dein Angebot. Tristan meint, du könntest mich zur Hafenstadt bringen, aber das stimmt ja eigentlich noch nicht. Tristan meint, du könntest mich zur Hafenstadt bringen. Ja, das kann ich. Aber hat er auch gesagt, dass ich dich dahin bringen soll? Naja, nicht direkt. Aha. Frag mich nochmal, wenn er es getan hat. Okay, das würde mich jetzt auch gewundern, wenn wir das so einfach hätten austricksen können. Reden wir nochmal mit ihm. Nein, er hat nichts mehr zu tun für uns. Dann reden wir mit Hansen. Wie sieht's aus? Nicht gut. Ich habe wohl die undankbarste Arbeit unserer gesamten Gemeinschaft. Was ist dein Problem? Wölfe. Ein Rudel hungriger Wölfe macht mir das Leben schwer. Meine Schweine waren mal 6 an der Zahl. Und nun sieh dir an, was davon noch übrig geblieben ist. Hungrige Wölfe? Genau mein Ding. Es ehrt dich, dass du mir helfen willst. Aber ich muss dich warnen. Die Biester sind schon seit einigen Tagen nicht mehr hier gewesen. Ich schätze, sie kommen um vor Hunger und sind dadurch besonders gefährlich. Danke für deine Zuversicht. Entschuldigung. Wie auch immer. Trotzdem viel Glück. Wenn du in 2 Tagen nicht wieder da bist, gehe ich davon aus, dass sie dich erwischt haben. Na toll. Okay, töte die hungrigen Wölfe. Eine Zeitquest, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Woher kommen die Wölfe? Drüben im Norden gibt es eine kleine Höhle. Ich war noch nicht dort, aber ich möchte wetten, dass sie sich irgendwo dort ihr Versteck gesucht haben. Okay. Habt ihr denn niemanden, der euer Vieh beschützt? Die Krieger der Inquisition kümmern sich mehr um das Gold aus den Tempelruinen, als uns Novizen vom Bund der Magier zur Hand zu gehen. Wir sind auf uns allein gestellt. Gleichsam kommen sie aber regelmäßig hier vorbei und fordern ihren Tribut ein. Ich will mich ja nicht beschweren. Ich habe es mir ja selbst so ausgesucht. Aber manchmal ist es schon zum Verzweifeln. Gut. Ihr werdet also von den Ordenskriegern ausgebeutet. Naja, das kann man so nicht sagen. Die Magier beugen sich dem Gesetz des Inquisitors. Sie sind der Meinung, dass das der einzige Weg ist, um uns und die gesamte Insel vor dem nahenden Bösen zu schützen. Wir Novizen werden von den Magiern dazu angehalten, uns neutral zu verhalten, solange die Dinge so sind, wie sie gerade sind. Deshalb haben wir auch nichts von den Banditen zu befürchten, weil sie wissen, dass wir ihnen nichts tun. Leider hilft uns das bei den wilden Tieren der Umgebung hier herzlich wenig. Alles klar, Wölfe im Norden. So, gucken wir mal. Und Norden ist hier irgendwo. Wir haben zwar da rechts unten... Ah ja, okay, gut. Ich kann den Kompass auch sehr schlecht erkennen. So, irgendwo ist hier eine Höhle. Oh, nochmal Entschuldigung. Hab mal wieder einen Frosch im Hals. Automatisches Speichern, das nächste Erdbeben. Oh, und da ist schon einer. Ja. So, wow, der ist gut. Komm. Ja, flink, die Viecher. Und die machen gut Schaden. Und die halten auch gut aus. Wir haben doch eigentlich ein besseres Schwert jetzt bekommen. Okay, jetzt muss ich mal gerade gucken. Unsere Pflanzen. So, die Spruchrolle wollte ich jetzt noch nicht verschwenden. Oh, das ist ein guter Heiltrank. So, wir haben, ne, das ist alles sehr, sehr wenig. Das ist plus 30. Nehmen wir mal ein paar von den plus 10ern. So. Na komm, eine noch. Ja, sehr schön, damit wir voll sind. Eine Ogerwurzel. Aha. Dann kümmern wir uns aber um die Wölfe. Und danach sollten wir uns mal zu Bett begeben. Denn im Dunkeln möchte ich hier nicht unbedingt durchlaufen. Truhe. So, noch was zu trinken. Bier, Kräuterstängel und 53 Gold. Okay, das ist sehr gut. So, das scheint die Höhle zu sein. Aber hier ist doch auch noch was... Kleiner Diamant. Oh, das ist bestimmt wertvoll zum Verkaufen. Sehr schön. So. Und hier ist die Wolfshöhle. Die werden wir aber erst im nächsten Part auseinandernehmen. Bis dann.